Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 23. Januar 2013. Mein Name ist Norbert Gieso und ich bespreche hier die astrologischen Konstellationen des Tages. Ja, wir sehen jetzt aktuell auf Kiel bezogen, haben wir gerade Sonnenaufgang, die Sonne im Wassermann, beziehungsweise der Aszendent, der Horizont ist. Sitzt auf der Sonne, die Erde dreht sich sozusagen weg, die Sonne geht auf, Sonnenaufgang im Wassermann. Ja, heute haben wir noch die luftige, gute Stimmung, die wir auch die letzten Tage hatten. Mond ist in den Zwillingen, das passt natürlich gut zur Sonne im Wassermann. Wir sehen aber auch, der Mond ist hier schon auf der Bewegung in die Opposition zur Sonne. Wenn sich Sonne und Mond gegenüberstehen, was am Sonntag der Fall ist, dann haben wir Vollmond in den Zeichen Wassermann und Löwe. Vorher aber durchläuft der Mond das Zeichen Krebs. Dort wird er heute Nacht um 4 Uhr eintreten und dann verändert sich die allgemeine Stimmung ein wenig. Die luftige, unterhaltsame Stimmung des Zwillings wird etwas tiefgründiger. Im Krebs geht es viel um Gefühle, um Zuhause. Wobei es sehr interessant sein kann, sich tatsächlich auf die eigenen Gefühle einzulassen. Und mit auf Gefühle einlassen meine ich, die Gefühle zu fühlen und nicht sie zu interpretieren. Also es ist ein Unterschied, ob ich beispielsweise ein unbehagliches Gefühl habe und diese Unbehaglichkeit fühle oder ob ich interpretiere und sage, oh, die Unbehaglichkeit kommt, weil ich weniger Geld verdient habe, weil mein Freund nicht nett zu mir ist, etc. etc. Das macht den großen Unterschied aus und das können wir dann in den nächsten Tagen üben. Auch ganz interessant ist ein Aspekt, der am Freitagabend perfekt wird, der laufende Merkur im Wassermann, jetzt im siebten Grad. Bewegt sich ins Quadrat zum Saturn im Skorpion. Das ist deswegen interessant, weil Merkur im Wassermann für das freie Denken, Assoziieren, Ideen spinnen, für den freien Austausch unter Gleichgesandten steht, während ihm mit Saturn in gewisser Weise Schrauben angesetzt werden. Hier geht es um Struktur, hier geht es um Grenzen. Also hier gelangen wir an die Grenzen der Kommunikation. Wird sehr interessant sein, wie sich das auswirken wird. Manchmal geht damit auch einher, dass wir unliebsame Entscheidungen fällen müssen. Gut, ich wünsche allen, die diese Videos verfolgen, einen interessanten und schönen Mittwoch. Bis dahin und tschüss.